Hey Leute, G-Max hier und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute machen wir die Blitzerbox weiter. Als erstes hätten wir da die wunderschöne Blitzer-GX-Karte. Schneller Lauf, GX 110 Schaden, Kopfblitz 110 Schaden, Elektrokugel 30 Schaden. Mega coole Sache. Hier ist wieder ein Code für euch. Direkt auf meinen Nacken. Könnt ihr sofort einlösen. Ihr seht wieder, ich bin nicht alleine. Heute ist wieder der Mace Mage am Start. Oi. So, erstmal die Packs zählen. Wir haben wieder 4 Packs, wenn ich das so richtig sehe. Genau. Ich würde sagen, wir fangen mit Solgaleo Pack Nummer 1 an. Als erstes Pokémon hätten wir heute Sankabu. Das hatten wir, glaube ich, auch im Flamara Pack. Okay, cool. Ein Evoli! Wow. Ein Krabox. Cool. Das hatte ich sogar mal in Pokémon Sonne. Das ist eins der Starter-Pokémon, die man da fangen kann als erstes. Ein Gastella. Gar nicht mal schlecht. Was steht hier? Giftstachel. Okay. Macht keinen Schaden. Auf jeden Fall super. Ein Dicta aus Alola. Ein Tukanon, liebe Freunde, und es glitzert. Wie geil sieht das aus? Hatten zwar schon im und 140 Punkte. Wir hatten zwar schon im letzten Opening, soweit ich weiß, ein Tukan, aber glitzernd sieht das hier mal mega aus. Ja, finde ich auch. Das kommt auf jeden Fall ein auf. Knurrfisch. Alles klar. Und wieder eine Energiekarte. Die ist mal von Blitz. Die hatten wir noch nicht. Und eine Itemkarte. Energie zu gewinnen. Wahrscheinlich. Noch ein Frubär. Ein Fruballer. Und ein Pandir. Ein Pandir. Das ist leicht weg. Hier ist wieder ein Code, liebe Freunde. Gönnt euch. Und wir machen weiter mit dem zweiten Pack. Als erstes hätten wir da ein wunderschönes Gladiantri. Als zweites ein Alola Slimer. Sieht ja richtig cool aus. Guckt euch mal die Animation genauer an. Ein Ponita. Okay. Auch ganz nett. Ein Voltilam hatten wir, glaube ich, auch. Letzte Ziehung. Mega nice. Oh, Glumanda, das ist ein geiles Art. Da hat sich der Zeichner Mühe gegeben. Pupitan glitzernd. Gegenstoß plus 30 Schaden. Eine sehr schöne Karte auf jeden Fall. Ein Lugia! Oh mein Gott! Geil! Das ist doch legendär, oder? Und ist auch glitzernd. Guckt euch das an. Alter, das ist wahrscheinlich das Highlight. Also, ja, die GX-Karte ist natürlich richtig cool, aber die ist ja schon von Anfang an dabei. Und ich finde so ein glitzerndes Lugia, ja, das ist schon das Highlight der heutigen Ziehung. Das ist ja mega krass. Und wieder eine Blitz-Energiekarte. Cool. Eine Itemkarte Richterpfeife. Okay. Cosmovum. Schwer auszusprechen und es kann, soweit ich weiß, keine Attacke erlernen, bis es sich nicht zu Lunala oder Solgaleo entwickelt hat. Ja. Snobillycat. Snobillycat. Und noch ein Code eingeben. Sofort. Ich hoffe, man kann die auch alle lesen. Wenn nicht, dann tut es uns leid. Kommen wir zum dritten Pack. Als erstes hätten wir Oval. Ich hasse dieses Pokémon. Das sieht so langweilig aus. Ein Lavita mit interessanten Hintergrund.
Ja, sieht so aus wie so ein Pullover. Ja, finde ich auch. Ein Mauzi, das passt, weil wir gerade Snobili-Card gezogen hatten. Sehr Nice. schön. Ein Nidoran weiblich. Genau, die gibt es ja Interessant. in männlich und weiblicher Form und die Weiterentwicklung ja auch. Ganz interessant. Wieder Wollen. ein Voltilam, das Das hatten wir habe ich gerade, aber jetzt. schade. Oh, Nidoran weiblich nochmal in glitzernd. Hier nochmal der Vergleich. Ja, dieselbe Karte, nur dass er glitzert, aber auch die gleichen Attacken. Ja. Lapras, auch Ja, ein sehr krass. interessantes Pokémon. Hydropumpe plus C. Okay. Eine Was? Wasserenergiekarte. Super. Oh, eine coole Trainerkarte. Hin und Das her. aus Pokémon Schwarz und Weiß. Die Leiter von diesem Zug, wo man kämpfen konnte. Oh, und das die Ein Weiterentwicklung. Glutexo. Schreibt mal in die Schön. Kommentare, wie ihr den Namen findet. Ich finde Glutexo einfach mega OP. Wieder eine Eine Trainerkarte. Kampfkoryphäe aus Kalos. Hatten wir Martin? letztens schon Nee. eine, wenn ich mich nicht irre, aber das war, glaube ich, die Blau. Könnte Hier sein. ein Code. Gönnt euch. Und wir kommen zum letzten Pack. Ja, das letzte Pack in diesem Video, liebe Freunde. Aber mal gucken, was wir jetzt noch ziehen. Es lunzt schon ein Schneckmack hervor. Magmaring 10, Flackern 20, es hat 70 HP. Not bad. Ein Wieder ein weiteres Lavita. Lavita, aber diesmal ein anderes dieser. Ein Flurmel und es ist gestrickt. Okay. Sehr interessant. Cool. Niedliche Konofenser. Guckt sie euch an. Sie sind niedlich. Klecks. Weilmer. Das finde ich ganz gut. Sah immer sich so süß moppelig aus. Und ein Schluchweg. Krass. Sieht hübsch aus. Tolles Gift-Pokémon. Außerdem auch noch im Glitzland. Mega coole Karte. Oh mein Oh! Gott! Krass. Electropie GX! 190 Vor HP. allen Dingen guck dir mal die Karte an. Schwarz und gelb. Sieht ja richtig cool aus. Alter, was steht hier? Extra Energiebombe. Electropie 50, Falten und Frieden. Tieren. GX plus 30 Schaden, 190 HP, liebe Freunde. Das ist Gönnt euch das diese Karte. Highlight mit Lugia. Ja. Alter, Richtig richtig nah. krass. Dann noch eine Blitzenergie. Ein Freundesball. Aha. Itemkarte. Ein Ultra. Ja, die Weiterentwicklung von Knuffenser. Passt doch. Scheiße. Und als letztes Pokémon hätten wir heute wieder einen Flunkiefer wie im Flamara-Pack. Wie gesagt, es gibt eine coole Mega-Entwicklung von diesem Pokémon. Und natürlich noch ein Code für euch. Nice. Ja, das war's heute leider schon wieder mit dem Video. Aber ich würde sagen, wir haben echt coole Sachen gezogen. Ein Lugia, ein Voltoball GX. Und halt Blitzer GX. Ich weiß nicht, wie ihr das findet, aber ich bin noch mega aufgeregt, als würde ich jetzt gleich erst anfangen, das Video nochmal zu drehen. Das ist doch einfach eine tolle Ausbeute heute. Und 2 GX. Gönnt euch das Elektroball. Dieses Artwork ist einfach nur episch. Dazu Ja. noch Lugia. Legende. Ja, damit würde ich sagen, wir beenden das heutige Video wieder. Lass eine Bewertung da. Schaut bei Mace Mages Kanal vorbei. Er macht demnächst wieder Mario-Videos. Er ist ganz oben in der Videobeschreibung. Lasst ein Like da, wenn euch das Video gefällt. Kommentare bin ich immer für offen. Und ich würde sagen, ciao.